Guck mal, ich kann die Kamera steuern. Oh, da war ich. Da bist du. Da sind wir. Oh Junge, da gibt richtig Gas. Balut, was ist aus dir geworden? Du siehst so komisch aus. Ja, ich bin gefangen. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie kann ich dich retten? Lass ein Leiter. Und mach ich. Hallo Freunde. Leute, eine kurze Info, es geht gleich weiter mit dem Vlog. Ab dem 6.12., also morgen, ab 14 Uhr gibt es den neuen Freedom Squad Merch plus von mir signierte Autogrammkarten. Bedeutet, ich habe jede einzelne Karte genommen und da meine Unterschrift draufgesetzt. Und die gibt es zu jedem einzelnen Artikel, den ihr auf www.paluten.shop bestellt. Bedeutet, sei es nun Team Edgar Merch oder die erste Version vom Freedom Squad Stizzle oder auch der komplett brandneue, dort gibt es zu jedem einzelnen Artikel eine Autogrammkarte. Bedeutet, wenn ihr zwei Artikel bestellt, bekommt ihr auch zwei Autogrammkarten. Jetzt eine kurze Info zu dem komplett neuen Freedom Merch. Und zwar gibt es eine Front- und Rückseite. Dort, wo Freedom Squad 05 steht, das ist die Rückseite. Warum 05? Einerseits ist es meine Glückszahl. Ich habe nämlich am 5. Januar Geburtstag. Und, wie ihr sicherlich wisst, gibt es 4 Gründungsmitglieder vom Freedom Squad. Und ihr seid dann eben das 5. Mitglied im Freedom Squad. Kurze Info noch zu den Größen. Wenn ihr bereits Merch von mir besitzt, dann könnt ihr euch komplett an den Maßen orientieren. Falls ihr das noch nicht habt, die Sachen fallen ein bisschen größer aus. Daran solltet ihr auf jeden Fall denken, wenn ihr was bestellt. Ich muss sagen, der neue Merch gefällt mir richtig gut. Ja, okay, ich habe es auch selbst designt. Wäre ja blöd, wenn es mir nicht gefallen würde. Aber ich mag es einfach. Auf der Rückseite hat man einen relativ großen Druck mit der 05 und auf der Frontseite eher was Dezentes. So Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Ich muss jetzt noch ein paar Autogrammkarten unterschreiben, damit auch hoffentlich jeder von euch eine bekommt. Also Leute, viel Spaß. Hallo? Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Was geht ab, Leute? Was treibt ihr hier? Seid ihr fleißig? Ich bin fleißig. Ja, ja. Alter, du hast auch den Fleißigkeitshut auf dem Kopf, Alter. Na klar. Und was bei dir? Ich bin am Chillen. Auch am Chillen? Ja. Dann chillt mal weiter, Alter. Der kriegt ja nichts mit. Nee, mit den neuen Kopfhörern hört er gar nichts mehr. Jung, was ist los bei ihm? Wie sieht's aus mit dem lilanen Brett? Willst du da nicht auch mal deine Unterschrift drauf? Stimmt, ja, ich muss sowieso heute was noch unterschreiben. Warte, ich habe nämlich meinen neuen Merch dabei. Und dann, oh Gott, jetzt sieht wieder jeder meine Sauklaue. So. Fertig. Mann, die anderen haben immer... Guck mal da, Alter, das sieht wischi-wischi aus. Wischi-wischi und bei Revi ist auch so ein bisschen und dann kommt Palle. Ja, aber ich habe halt keine schönere Schrift. Aber das Ding kommt am heutigen Tag noch ab. Da muss ich jetzt erstmal den Tagger holen und aufschließen. Das ist erstmal wieder für dich. Danke. Perfekt. Vergiss deinen Hut nicht. Nein. Und dann wären wir jetzt mal hier. Oh, ist alles noch tipptopp abgeschlossen. Hoffentlich ja. Hey, welcher Schlüssel ist denn das? Oh, wie easygoing das aufgeht, meine Damen und Herren. Das ist der absolute Wahnsinn. Tür zu und das gleiche Problem bleibt bestehen. Aber meine Damen und Herren, ich habe mir die letzten Tage Gedanken gemacht, was mein UFO-Zimmer angeht. Und zwar, Leute, ich werde mich erstmal kurz ein bisschen ablegen. Virtual Reality kann ich auch von zu Hause machen. Aber was kann ich nicht zu Hause machen? Was kann mir nur praktisch das UFO bieten? Andere Leute. Und zwar werde ich hier mir nämlich eine kleine Konsolenecke errichten mit PlayStation, mit Xbox, meine Switch. All den ganzen Schlüssel werde ich hier lockerflockig hinbuxieren. Und dann dachte ich mir, dass ich vielleicht hier einen Fernseher an die Wand kloppe, weil das Problem, aber das wird interessant, ob das überhaupt funktioniert, denn hier ist ein Fenster. Ich müsste halt die Halterung irgendwo hier befestigen, so dass ich das dann zur Seite klappen kann. Wisst ihr, was ich meine? Falls ihr da Ideen habt, wo ich das ansonsten, weil wenn ich das hier mache, wenn ich hier meine Couch hinstelle, dann hängt der Fernseher da vorne. Und das, finde ich, ist dann schon wieder so weit weg, dann ist es keine gemütliche Ecke mehr. Ich könnte das natürlich auch hier mitten in den Raum stellen und dann, aber das ist alles so. Und wenn ich das Ding hier vorne platziere, ja, aber dann, ach Mann! Das Problem, dann hängt das Ding direkt an der Heizung. Jo, dann fängt die alles Feuer, wenn ich die Heizung mal aufdrehe. Das kann ich auch schlecht machen. Also ich glaube, das wäre so, oder an der Decke. Oh Gott, nee, dann sterbe ich, dann fällt der irgendwie runter. Dann müsste ich ja jemanden Professionellen holen. Aber das wäre schon geil. So das an die Decke hauen, sodass der dann immer so runterfährt. Das wäre schon ziemlich geil. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um meinen Hoodie. Warte, ich brauche den Tagger. Mit dem haben Izzy und ich doch rumgespielt. Hat er noch Munition?
Hört er sich so an, ne? Der ist noch voller Elan. Ja, das raus. Mit Tagger bewaffnet. Wenn wir jetzt mal kurz hier. Ist Izzy da? Ja. Oh. Hallo. Hi, Izzy. Hallo. Na, was geht ab? Kriegen einen Nervenzusammenbruch. Warum? Ich habe eine Pflanze rausgeholt und dann kommen wir alle mit. Ich habe gestern dein Video gesehen. Wieso gehst du in Deckung? Ach so, nein, das wollte ich gar nicht, nein. Von deinem Riesenaquarium zu Hause. Ja. Das ist ein dicker Oschi, Alter. Also, das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Izzy hat diesen, also dagegen ist das ja eine Toilette. Also, du wolltest das nicht sagen. Das ist wunderschön. Also ich meinte nicht, dass das jetzt eine Toilette ist, aber so von der Größe. Das auf jeden Fall, ja. Wenn man das vergleicht, dann ist das schon ziemlich, ziemlich krass. Wo bin ich? Ach, das steht, ach, der Pidiesel. Ja, so wie sonst auch immer. Das ist natürlich ganz klar, aber es sieht ja wieder flitschi-flutschi aus. Ja. Also ist nicht mehr ganz so grün wie damals. Das Wasser wird jetzt langsam wieder klar und dann ist alles... Nur mein Bauprojekt ist leider gescheitert. Ich wollte hier so einen Baum bauen. Ja, da habe ich ein bisschen Blödsinn gebaut, nicht so gut. Ach, wo sind denn die... Oh, da oben ist eine Schnecke. Hast du schon mitbekommen, dass Garnelen schwanger sind? Die sind schwanger? Drei Garnelen sind schwanger. Ernsthaft? Die haben Eier. Ich auch. Bin ich auch schwanger? Du bist nicht schwanger, aber du könntest, weil du bist auch ein Weibchen. Geil, aber wer ist denn der Vater? Das weißt du nicht, entweder ein Zuschauer. Das ist ja unglaublich hier. Oder einer aus dem UFO, ich habe keine Ahnung. Sind die denn verheiratet? Ich weiß das alles nicht, was da drin abgeht. Ich habe die Kontrolle verloren. Zwei Zuschauer sind schwanger und ich. Was ist passiert? Ich könnte dir helfen. Oh nein. Ist das auch Acryl? Nee, das ist Glas. Ach, das ist Glas, okay. Das ist ganz normales Glas. So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen taggern. Ich komme vielleicht aber gleich nochmal rüber und hole mir so einen leckeren Schmeggi-Leggi da. Ja, alles klar. Okay. Ich versuche dann noch ein bisschen rumzuwerkeln. Ja, mach du mal. Ich bin wieder da gleich. Hi! Ich habe versucht, dich zu wecken. Aber du warst in deiner Arbeit vertieft. Hab ich geschlafen? Nee, geschlafen hast du nicht. Du hast gearbeitet, aber... Ich habe so Noise-Canceling-Kopfhörer. Die funktionieren super. Ja, habe ich schon gehört. Also das... Also wenn ihr mal von Paluten gestört werdet, ne, kauft euch diese Kopfhörer. Hey, da wird niemand wird von mir gestört. Nein. Das ist übrigens Remis Gewächshaus, ne? Oi, das ist ein Gewächshaus. Ja, guck mal diesen Baum an da drin. Das ist ja der absolute Wahnsinn, meine Damen und Herren. Der keimt ja schon richtig gut. Der keimt richtig. Ist das auch sein Baum? Nee, das ist von Izzy. Ach so. Deswegen, also Izzys Zeug blüht, aber das von Revi vergammelt. Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Mhm. Sieht aus wie so eine Walnuss. Ist doch oder so eine Rosine. Nee, danke. Ich mag mein Leben. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen taggern. So, warte. Kann ich den? Nee. Den muss ich abmachen? Oder warte, ich klebe dich einfach so runter. Ich bin doch Profi. Warte, so. Es hält! Das ist ja der absolute Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oder hier noch einen rein. Ah nee, ist dran. Ja, tipptopp. Da kann ich jetzt ja astrein mit meinem Roboter beginnen. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Hast du mein Handy gesehen? Ich hab's geklaut. Ja, dann wie halt. Okay, danke. Nein, ich hab dein Handy nicht, Leute. Nicht, dass mich hier irgendjemand verdächtigt. Wollte ich nicht eigentlich meine Jacke ausziehen? Und ja, ich hab heute einen kleinen Bad Hair Day. Ist alles konfus. Oh, warte, so. Okay, Leute. Es gab ein paar Probleme mit der Kamera. Es könnte sein, dass sie mir gerade umgefallen ist. So, jetzt sind wir aber ready to slurp, um uns um etwas ganz Wichtiges zu kümmern. Und zwar Riley. Riley ist ein Überwachungsroboter. Und der soll mir helfen, das UFO zu überwachen, wenn ich ausnahmsweise mal nicht da bin. Und ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da! Da ist Riley. Und wie funktioniert das jetzt? Oh, hier sind Kabel. Och, muss ich dich aufladen? Wie sehe ich denn, ob du an bist, Riley? Es leuchtet. Ja, das ist gut. Aber ach, jetzt muss er ins... Er hat sich gerade bewegt. Er hat gerade gesagt, I'm ready. Ja, warte mal, Riley. Ach, ich muss mir erst eine App runterladen. Ach, ich muss aber bestimmt nur Riley eingeben, oder? Riley, ist hier noch irgendwas drin? Nö. Warte mal, ich nehme mal alles mit. Riley, oh Gott. Wir gehen mal in den Aufenthaltsraum. So. Komm mit, Riley. Wir kriegen das hin. So. App schon runtergeladen? Ja, der App-Bot Riley ist da. Klasse. Was soll ich jetzt? Oh, möchte auf deine Fotos zugreifen. Mitteilung? Ja, du kannst mir auch Mitteilungen senden. Oh, weiter? Ja, hallo? Wir machen das jetzt mal hier. Au, ich habe mir gerade das Knie gestoßen. Ich hoffe mal, man sieht irgendwas. Neuer Roboter. Ach so, ich soll beide Knöpfe drücken. Oh, er leuchtet grün. Ha!
Guck mal, er bewegt sich. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen. So. I am ready. Ja, ja, ist ja schön, dass du ready bist, Alter. Ah, da, ich hab den App-Bot. Enter the Wi-Fi settings in your smartphone. Ah, okay. Ich verbinde mich mit dem App-Bot. Kleiner Zeitsprung, Leute, meine Speicherkarte war leider voll, deswegen bin ich zu Izzy gegangen, um da ein paar Sachen zu löschen. Izzy, Riley ist kaputt. Ich verstehe es auch nicht. Der leuchtet, aber angeblich soll er das nur 30 Sekunden tun. Wir werden das sehen. Und zwar, ich gehe jetzt ganz kurz die Ladestation holen und wenn er dann immer noch blinkt, dann müssen wir ihn anzünden, okay? Okay, dann zünden wir ihn an. Perfekt. Alles andere wäre Schwachsinn. Ja, alles andere wäre wirklich völliger Quatsch. So, warte mal, Ladegerät. Hallo, guten Tag. So, Ladegerät. So, Izzy, sind 30 Sekunden vergangen? Oh, der leuchtet immer noch rot. Das ist das, was er am Anfang angeblich tun soll. Aber hier steht nirgendwo, was ist, wenn er rot blinkt, oder? Oder ja, doch, Schritt 1. Schritt 1 steht, dass er, ich habe Power und Reset gedrückt und dann blinkt er 30 Sekunden lang und dann sagt er, I am ready. Aber hier steht doch noch, wenn Sie gleichzeitig Power und Reset bestätigen, gibt der Roboter nach 30 Sekunden I'm ready, ich bin bereit aus. Da steht doch nichts vom roten Blinken. Functionally, wenn die rot ist, low battery. Stand nie was von Blinken rot. Das ist jetzt natürlich easy. Das ist, warte, dann müssen wir mal, ja, aber warte, müsste ja funktionieren. Ich habe jetzt hier die Ladestation. Was für Strom, ich mach den Boden für dich auf. Das ist ja. Exzellente Service. So, zack. So, Riley, dann kommst du da jetzt rein. Oh, warte. Ja, jetzt sagt er nichts. Warte mal. Oh, da blinkt was. Oh! Alter, er bewegt sich! Es lebt! Kriegt er nur kurzzeitig Strom? Nee, ich glaube, die Batterie ist einfach noch zu leer, oder? Ich weiß es nicht. Er blinkt ja, also ich meine, nach 30 Sekunden, das hat er beim ersten Start halt auch gemacht. Ach, Riley. Oder steht da fully charged? Nee, da steht charging. Full charged ist blau. Ja, aber wieso charge er denn nicht? Was ist mit dir, Riley? Was bist du denn so kompliziert? Riley. Deine Welt sind die Ufo. Oder, warte mal, ist ja 100% richtig draufgesetzt, weil das Ding dreht sich ja auch, wenn man hier Strom ab und dran macht. Oder der sitzt falsch. Der sitzt falsch rum drauf! Der sitzt einfach falsch rum drauf, Mann! Also, Mann! Die Kontakte waren auf der falschen Seite. Ja, jetzt Leder. Aber warum ist der denn auch mit dem Kopf dahin? Weil da muss er ja rückwärts rausfahren. Ich weiß es nicht, Izzy. Ich weiß es nicht. Aber jetzt lädt es. Oh mein Gott, sind wir doof. Das darf nie jemand erfahren, Izzy. Packst ja nicht ins Video. Nein, das kommt auf gar keinen Fall ins Video. Oh ja! Jetzt leuchten beide violett. Ja, er ist grün! Er ist grün, Izzy! Jetzt! Ja, er bewegt sich wieder! Riley is still alive! Riley! Er sagt, ja, I'm ready! Diese Stimme macht mir Angst. Wir reden die ganze Zeit von Riley und er sagt, I'm ready. Ich connecte jetzt zu Riley. Ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch. Der sieht schon cool aus irgendwie. Gehen Sie weiter. Jetzt auch weiter. Connecte Riley! Connecte zu the Router! Do it! Wenn es weiß wird, dann hat er Connection zum Internet. Okay. Aber ich glaube, er hat gerade Probleme, überhaupt zum Router zu kommen, weil er zu weit weg steht von hier. Scheiße. Aber wir muss ja auch laden. Oder wollen wir schnell zum Router laufen? I cannot connect to a wireless network. I cannot connect to a wireless network. I cannot connect to a wireless network. Junge, der bringt uns um. Ohne Witz, das hört sich echt an. Aber er connectet noch. Ja, Riley, ist ja gut. Ist ja nicht schlimm. Safe, der Router ist zu weit weg. Oh, jetzt ist er grün wieder. Lass uns schnell mit dem umziehen. Lass uns jetzt mal ganz kurz zu dem anderen Router gehen. Okay. Magst du das kurz? Ich hab hier den... Er kann den Roboter nicht finden. Okay, ja, genau. Wir gehen einfach nochmal... Riley, mach dich bereit. Riley, komm mit. So, warte. Wir müssen ja nur zu dem Computerraum. Das ist ja kein Problem. Wir stellen Riley direkt auf den Router drauf. So. Und stell ihn mal... Ist hier Internet? Ist hier Strom? Bestimmt, oder? Ich connecte zu dir. Passwort ist 1234. Ist natürlich super geheim. Kein Problem. Bitte. Riley. Ach, verdammt, wieso kann er denn den blöden Computer? Du bist eine einzige Enttäuschung, Junge. Ich lösche dich jetzt. Riley, du bist jetzt direkt am Router innen drinne. Du connectest jetzt hier. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dann wirst du es niemals schaffen, Alter. Na, näher geht echt nicht. Nee, näher geht wirklich nicht. Oder sollen wir auf den Router draufsetzen? In den Reihen.
Gelb, ja okay, er versucht wieder zum Router zu kommen. Ja genau, aber er muss ja, also sorry Riley, Alter. Dann kann nur das Passwort nicht stimmen oder so bei einem von beiden. Richtig professionell aus mit den ganzen Kabeln und dem ganzen Switches da und sonst sollten wir gerade irgendwas hacken, aber wir versuchen einfach nur so einen Kinderroboter ins Laufen zu bringen. Aber es klappt einfach nicht, weil wir glaube ich immer wieder das falsche Passwort eingeben. Er connectet. Er connectet zum Router. Er connectet, meine Damen und Herren. Wird das der größte Triumph, den das UFO jemals gesehen hat? Oder wird es die... wird es eine katastrophale Niederlage? Hm? Ist blau! Ah! Er ist connected, glaube ich. Jetzt zeigt er was Rotes an. Ready. Er ist ready. Ja, da sehe ich... Ha! Boah, mit Kamera. Easy! Warte. Hallo. Wie geil. Guck mal, ich kann die Kamera steuern. Oh, da war ich. Da bist du. Da sind wir. Oh Gott. Warte, und jetzt? Wie sehe ich denn aus? Meine Haare, oh, ich habe wirklich ein Bad Hair Day. Alter! Jawohl. Junge! Und ich kann alles komplett sehen. Hallo! Oh Junge, da gibt es richtig Gas! Er braucht nur eine Dreiviertelstunde, bis er dann bei dir im Zimmer ist. Aber das ist kein Problem. Alter, Randy! Junge, der macht das! Ich kann jetzt sogar auch sagen, dass er davon ein Video aufnehmen soll. Kann ich ihm auch sagen, dass er irgendwie... Ach, der kann Personen scannen? Hat er einen Lautsprecher, dass du das dadurch sagen kannst? Oh, warte. Hallo? Ja, hi, Izzy. Hallo, Paluten, wo bist du gerade? Ich bin direkt hinter dir. Dreh dich mal um. Paluten, was ist aus dir geworden? Du siehst so komisch aus. Ja, ich bin gefangen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ja. Wie kann ich dich retten? Lass ein Like da. Und mach ich. Was? Ach, da bist du! Hallo! Es funktioniert doch! Ich dachte, du hättest dich verwandelt. Ja, das war ein kleiner Prank, Alter. Heftiger Rückwärtsgang. Zack, Alter, jetzt! Junge, der ist eine absolute Maschine. Ich muss mir die Optionen und Sachen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen reinziehen. Aber für den heutigen Tag soll es das gewesen sein. Lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Vergesst unter gar keinen Umständen bei Izzy vorbeizuschauen. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Bock habt auf ein Riesenaquarium und schwangere Garnelen. In diesem Sinne, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.